Es ist seine Chance auf ein neues Leben. Ein neuer Anfang. Für einen Mörder. Als Klaus-Dieter S. freikommt, ist ihm die Welt draußen fremd. Inhaftiert wird er in der DDR. In die Freiheit entlassen, aber in der Bundesrepublik Deutschland. Nach der Wiedervereinigung müssen in Rekordzeit zwei Staaten und zwei Justizsysteme zusammengeführt werden. Täter werden vorzeitig auf freien Fuß gesetzt. Eine politische Entscheidung mit weitreichenden und teilweise fatalen Folgen. Falsche Gnade? Justizversagen in der Wendezeit. 9. November 1989. Die Mauer fällt. Einer der emotionalsten Wendepunkte der deutschen Geschichte. Nach 40 Jahren öffnen sich erstmals wieder die Grenzen, die Ost- und Westdeutsche streng voneinander getrennt hatten. Vor allem die Menschen in der DDR können ihr Glück kaum fassen. Endlich frei. Der schwächelnde SED-Staat hat den Demonstranten nachgegeben. Fast zeitgleich wird die Stimmung in den Ostgefängnissen immer explosiver. Auch die Insassen wollen raus und endlich frei sein. In den kommenden Monaten wird die DDR-Übergangsregierung diesem Druck auch nachgeben. Mit teilweise tödlichen Folgen. Im März 1990 wählen die Bürger der DDR zum ersten Mal unter demokratischen Bedingungen ihre Volksvertreter. Der amtierende Alterspräsident Lothar Pieche schwört die Volkskammer auf ihre Arbeit ein. 40 Jahre eines schweren Weges gehen in diesem Augenblick zu Ende. Möge es gelingen, dass von diesem Parlament eine Botschaft des Friedens und der Versöhnung in die Welt hinausgeht. Ein idealistischer Plan und zugleich eine Mammutaufgabe. Die Volkskammer muss neben unzähligen anderen Aufgaben auch den Strafvollzug neu regeln und das Strafgesetz der DDR an die bundesdeutschen Gesetze anpassen. Ein hochkomplizierter Prozess. Einen vorgegebenen Weg oder einfache Lösungen gibt es nicht. Gregor Gysi, damals Rechtsanwalt, wechselt in die Politik. In der Volkskammer spricht er einen wichtigen Unterschied zwischen der Rechtsprechung Ost und West an. Ich wollte eben nur auf den Gesichtspunkt hinweisen, dass wir einfach sehen müssen, dass bei uns anders bestraft worden ist. Dass hier eine Korrektur zum 3. Oktober dringend erforderlich ist, deshalb würde ich dem Grundanliegen entsprechen. Zunächst muss man Folgendes sehen. Es gab in der DDR in aller Regel höhere Strafen als in der Bundesrepublik. Die Frage war ja, wie kriegst du den Ausgleich hin? Nur hatte er betrogen, er hatte Diebstahl begangen oder sogar eine Vergewaltigung und so. Du kannst ja nicht plötzlich sagen, das ist nichts wert. Und das haben sie nicht richtig gelöst bekommen. Doch in den wenigen Monaten zwischen der Wahl im März 1990 bis zur Wiedervereinigung im Oktober ist die Angleichung der Rechts- und Strafsysteme nur eins von unzähligen Themen. Wie das gehen kann, dafür gibt es keine Anleitung. Vor der neu gewählten Volkskammerpräsidentin Sabine Bergmann-Pohl liegt eine schwierige Aufgabe. Es war ein halbes Jahr, haben wir 164 Gesetze erarbeitet und verabschiedet und drei Staatsverträge. Also es tauchten ja ganz viele Fragen auf, wie wird das in Zukunft geregelt? Das war ein Riesenberg an Arbeit, den wir dort zu beraten hatten. Der Strafvollzug in der DDR, ein Symbol für den Überwachungs- und Unrechtsstaat. Die Gefängnisse überfüllt. Unter den Insassen sind auch politische Gefangene. Als das System zusammenbricht, stehen Verantwortliche vor der Entscheidung, wer ist durch die DDR zu Unrecht verurteilt worden? Welche Urteile müssen neu bewertet werden? Und wer soll freikommen? Und so kommen in den wenigen Monaten bis zur Wiedervereinigung neben politischen Gefangenen auch Gewalttäter frei, die neu starten können, dank einer Amnestie, fehlerhafter Akten oder schlicht, weil die Urteile neu überprüft wurden. Einer dieser vorzeitig entlassenen Täter ist Klaus-Dieter S. Zur Wendezeit verbüßt er noch eine Freiheitsstrafe für einen Mord, den er 1982 in seinem Heimatort Bürgel begangen hat. Jahrzehnte später, bei Dreharbeiten 2011, trifft Stefan Harbort, Experte für Serienmorde, Klaus-Dieter S. in der forensischen Psychiatrie Lippstadt.
Es war dunkel und es war auch so eine einsame Landstraße. Mhm. War eigentlich nicht zu hoffen, dass da jemand gelaufen kommt. So. Mhm. Und dann kam doch jemand gelaufen. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, das ist es jetzt. Ja, wie jetzt oder nie. Sie haben erkannt, dass es eine Frau ist? Ja. Woran? Ja, klack, klack, klack. Am Klack, Klack, Klack? Ja, hier Schuhe. Kurze Zeit später ist die Frau tot. Klaus-Dieter S. hat versucht, die erst 18-jährige Apothekenangestellte aus einem Dorf in der Nähe von Gera zu vergewaltigen und erwürgt sie, weil sie sich wehrte. Nach der Tat lässt er sein Opfer einfach am Wegesrand liegen. Klaus-Dieter S. ist heute 59 Jahre alt. Seit 1994 sitzt er in der forensischen Psychiatrie Lippstadt. Ein Mann mit langem Strafregister. Mit 15 Jahren wird er erstmals zum Gesetzesbrecher. Seine Taten: Diebstahl, versuchte Republikflucht und mehrfaches Rauditum, also Straftaten gegen die staatliche und öffentliche Ordnung. 1978 wandert er erstmals ins Jugendgefängnis. Dort liest er in fremden Urteilen und merkt, wie die dort beschriebenen Taten in ihm perverse Fantasien auslösen. Größte Fehler war, Urteile zu lesen. Weil die sie auf falsche Gedanken gebracht haben. Genau. Einer, der sich gut an Klaus-Dieter S. erinnert, ist Hans Thiers, der damalige Leiter der Morduntersuchungskommission im Bezirk Gera. Er war einfach strukturiert, aber er konnte gesellschaftliche, persönliche Zusammenhänge einordnen. Er wusste, wenn ich mit Gewalt gegen jemanden vorgehe, dass ich den natürlich dann unter Umständen verletzen oder töten kann. Das war ihm schon klar. Seinem Opfer begegnet er auf einer Verbindungsstraße. Nachdem natürlich dann diese junge Frau, die Apothekerin, von diesem Häckselstroh freigelegt worden ist, konnten wir natürlich dann schon sehen, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit erwürgt worden war. Und dass unter den Voraussetzungen des teilweise Entkleidens dieser jungen Frau mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Sexualstraftat vorliegt. Das hat sich natürlich dann gerichtsmedizinisch auch bestätigt, eindeutig. Todesursache war Würgen. Es waren eindeutige Würgemerkmale da. In einer späteren Rekonstruktion, die Teil der Ermittlungsarbeiten der Morduntersuchungskommission ist, zeigt Klaus-Dieter S. Hans Thiers an einer Puppe, wie er sein Opfer am Tatabend gewürgt hat. Die Armbanduhr des Opfers und ein Schlüssel, die der Täter an sich nimmt, überführen ihn schließlich. Nur zwei Tage nach der Tat, am 3. März 1982, verhaftet die Volkspolizei Klaus-Dieter S. Das Kuriose war, als wir den Klaus-Dieter S. zur Befragung in Bürgel in unserem Einsatzstützpunkt hatten, mussten wir feststellen, dass er zu diesem Zeitpunkt Beweisgegenstände, das heißt also einen Schlüssel und eine Armbanduhr, in seinem Schuh versteckt hatte, die eindeutig vom Opfer gewesen sind. Somit war natürlich zu dem Zeitpunkt schon die Schlinge zu, weil die Beweismittel waren erdrückend. Bis zur Hauptverhandlung im Juni 1982 bleibt S. in der U-Haft in Gera. Nach zwei Hauptverhandlungstagen vor dem Bezirksgericht Gera steht das Urteil fest. Die Oberrichterin verurteilt ihn wegen Mordes, Vergewaltigung und verbrecherischen Diebstahls zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Was aber fehlt, ist eine fachgerechte Behandlung als Sexualstraftäter. Diese Art der Verwahrung gibt es in der DDR kaum, wie sich der letzte Innenminister der DDR, Peter Michael Distel, erinnert. Sexualstraftäter wurden im Wesentlichen nicht mit der notwendigen medizinischen Rücksicht betrachtet, sondern eben als Gewaltverbrecher. Einfach, das sind Gewaltverbrecher, so wie der Räuber und der Mörder und der Brandstifter. Daneben war auch dann der Sexualverbrecher. Heute ist das viel sensibler. Heute gibt es da ganz andere Möglichkeiten der Erkennung und auch der Bewertung dieser Straftaten.
S. tritt seine Haftstrafe in der damaligen Strafvollzugseinheit Brandenburg an. Im Strafvollzugssystem der DDR ist es Ziel, Zitat, den Strafgefangenen ihre Verantwortung als Mitglieder der Gesellschaft bewusst zu machen. Eine wichtige Maxime im DDR-Strafvollzugsgesetz, Erziehung. Die Strafgefangenen sollen lernen, die DDR-Gesetze einzuhalten. In der DDR gab es ein ganz anderes Denken, bezogen auf den rechtskräftig verurteilten Verbrecher. Arbeit, Strenge, Härte und über diesen Weg zu einem anständigen, in die Gesellschaft integrationsfähigen Menschen. Kein Wunder also, dass die Haftarbeit der Strafgefangenen eine feste Säule des DDR-Vollzugs ist und im Strafvollzugsgesetz von 1977 verankert ist. Und auch die Planer der Wirtschaft rechneten fest mit der Arbeitskraft der Häftlinge. Gregor Gysi erinnert sich. Der Strafvollzug in der Bundesrepublik war ja völlig anders organisiert als der in der DDR. Und der in der DDR war so organisiert, dass nicht nur alle arbeiten durften, sondern auch mussten, soweit sie konnten. Schätzungen zufolge sollen über 80% aller Strafgefangenen für Arbeiten wie im Bergbau, Maschinenbau oder auch in der Chemieindustrie eingesetzt worden sein. Die Arbeit erfolgt oft unter extremen Bedingungen. Arbeitsschutz, Fehlanzeige, schwere, monotone Arbeit, widrige Umstände in den Hafthäusern und Willkür sind im Strafvollzug keine Seltenheit. Peter Michael Diestel ist Innenminister in den letzten Monaten vor der Wiedervereinigung. Damit sind ihm auch die Gefängnisse unterstellt. In einer Volkskammersitzung findet er deutliche Worte. Auch ich bin als Innenminister das erste Mal in einer Strafvollzugseinrichtung gewesen. Ich kann Ihnen sagen, es ist mittelalterlicher, als ich es mir persönlich in den schwärzesten Träumen ausgestaltet habe. Und ich habe noch mehr Verständnis und Sympathie für die Leute, die insbesondere aus politischen Gründen diese Einrichtung besuchen mussten. Heute beschreibt er seinen Eindruck von den Gefängnissen so. Also, das war schon in der DDR etwas rückständig. Auch die medizinische Betreuung, auch das Essen, Verpflegung und sonstige Rechte. Das entsprach aber auch dem Strafvollzugsdenken in der DDR, das ja im hohen Maße auch vom sowjetischen Recht, vom russischen Recht geprägt war, was wir in den 50er Jahren übernommen haben und was wir zum Glück auch dann in den Wendemonaten 89, 90 überwunden haben. Einer, der die Haftbedingungen und die Willkür im DDR-Strafvollzug aus nächster Nähe erlebte, ist Johannes Dreves. Ab 1988 arbeitete er als Gefängnisseelsorger in der Strafvollzugseinheit Brandenburg. Was er dort sah, bestürzt ihn bis heute. Die erste Zelle, die ich genauer angeschaut habe, dort waren 10 Gefangene untergebracht, 3 Stockbetten übereinander, ein Klo in der Ecke ohne jede Abtrennung. In dem Raum waren 2 Stühle und ein Tisch für diese 10 Gefangenen, die dort hausten. Am Anfang sind die Möglichkeiten des Geistlichen noch sehr eingeschränkt. Mit der Erlaubnis, hier als Seelsorger tätig zu werden, habe ich nur alle 4 Wochen Gottesdienst halten dürfen. Und da wusste ich nicht, welcher Gefangene mir gebracht wird, welchem es untersagt war. Ich durfte nicht einmal einen Namen wissen. All das war mir verboten. Der Ostvollzug ist militärisch streng und notorisch überbelegt. So auch in Brandenburg, wo ein weiterer Straftäter einsetzt, der von den Wirren der Wende profitieren soll. 1989 blickt Herbert M. bereits auf eine fast 40-jährige kriminelle Karriere zurück. Sie beginnt 1950. Herbert M. ist gerade mal 16 Jahre alt, als er das erste Mal einen Menschen tötet. Am 13. August 1950 trifft er in der Nachbarschaft auf ein 5-jähriges Mädchen. Die beiden kennen sich. Herbert M. will das Kind missbrauchen. Dazu lockt er es in den nahegelegenen Park. Verborgen vor neugierigen Blicken vergeht er sich an ihm. Als sich das Mädchen wehrt, würgt er es und ersticht es dann mit seinem Messer. Nur einen Tag später verhaftet ihn die Volkspolizei.
Für seine Tat verurteilt ihn das Landgericht Zwickau 1951 zu 8 Jahren Jugendgefängnis. Achtzehn Jahre nach seiner ersten Tat tötet Herbert M. wieder. Nach einem feuchtfröhlichen Abend in der Kneipe lässt ihn eine junge Frau auf dem Weg nach Hause abblitzen. Darauf ersticht Herbert M. sie mit einem Taschenmesser. Nach seiner Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wird die Strafvollzugseinheit Brandenburg an der Havel 1968 Ems zu Hause. Mehr als 20 Jahre später erlebt Herbert M. dort die Wende. Ende der 80er Jahre fordern immer mehr Bürger das Ende der DDR. Ihr Ruf nach Freiheit erreicht auch die Gefängnisse. Die Insassen beginnen sich zu organisieren. Sie streiken und erobern Teile der Gefängnisse. Schon bald hallen die Schreie nach Veränderungen von den Dächern der Strafvollzugseinrichtungen. Die Gefangenen wollen erreichen, dass ihre DDR-Urteile überprüft und Insassen amnestiert werden. Innenminister Peter Michael Distel muss sich der Sache annehmen. In Leipzig waren die Montagsdemonstrationen und in Leipzig war auch die allererste Gefangenenrevolte. Und dann haben revoltierende Gefangene die Türen eingetreten und haben in einem Hofgang oder Freigang dann andere Gefangene aus den Zellen befreit und sind aufs Dach gegangen. Und natürlich wollte ich keine Gewalt und keine Toten. Also ich hatte eine große Überzeugung, es muss beendet werden. Am Ende plädiert Distel für eine modifizierte Amnestie. Diese waren in der DDR nicht ungewöhnlich. Der Erlass oder die Milderung von Strafen wurde insgesamt 11 Mal durchgeführt. Ein willkommener Nebeneffekt? Die große Menge der Entlassenen macht Platz für Neuinhaftierte in den chronisch überfüllten Gefängnissen der DDR. Also die Amnestien, die uns in der Wendezeit beschäftigt haben, war ein riesiges Problem. Und in einer Wendezeit, in der, ich sag mal, alles durcheinander ist, auf einmal das Gras als blau beschrieben wird und der Himmel als rot beschrieben wird, in einer Zeit muss man natürlich auf die Sicherheit und auf die Ordnung und auf die Disziplin in der Gesellschaft besonderes Augenmerk legen. In der Wendezeit werden 3 Amnestien erlassen. Den Anfang macht noch wenige Tage vor dem Mauerfall eine Amnestie für alle, die sich durch versuchte Republikflucht in der DDR strafbar gemacht hatten. Mit dieser Amnestie vom 27.10.1989 hofft der Staatsrat, um Egon Krenz, die angespannte Lage in den Gefängnissen zu lösen. In einem Interview der Aktuellen Kamera äußert sich Staatsanwalt Dieter Plath zur durchgeführten Amnestie. Es sind aus dem Strafvollzug entlassen worden bisher ca. 2000 Personen. Es sind aus der Untersuchungshaft entlassen worden ca. 1000 Personen. Und es sind Ermittlungsverfahren insgesamt etwa 32.000 eingestellt worden. Doch der Plan der Staatsführung geht nicht auf. Gerade die Gefangenen, die aus politischen Gründen verurteilt wurden, fühlen sich benachteiligt und fordern Gerechtigkeit. Viele Inhaftierte weigern sich zu arbeiten und treten in den Hungerstreik. Sie wollen friedlich und ohne Gewalt auf ihre Lage aufmerksam machen. Jetzt oder nie ist die Devise. Ein Gefühl, wie soll ich das ausdrücken, dass man vielleicht merkt, dass vielleicht was vorangeht. Ja? Ein Hoffnungsgefühl. Ja? Mehr nicht. Ein Hoffnungsgefühl. Das brauchen vor allem die Häftlinge, die aus politisch motivierten Gründen in den maroden Gefängnissen der DDR sitzen. 1968 gibt es eine Reform des Strafrechts. Während kleinere Straftaten ähnlich wie in der Bundesrepublik zu Ordnungswidrigkeiten werden, wird das politische Strafrecht im Laufe der 70er Jahre immer schärfer. So ist zum Beispiel Sabotage oder staatsfeindliche Hetze ein Verbrechen gegen die DDR. Die Vorbereitung und der Versuch stehen unter Strafe. Das Problem daran? Die Straftaten sind so allgemein beschrieben, dass es einen großen Ermessensspielraum gibt.
Die DDR-Bürger sind dadurch verunsichert. Die Grenze zwischen rechtmäßigem Handeln und Straftat verwischt. Dieser Unschärfe im Gesetz, zusammen mit der willkürlichen Umsetzung, begegnet Gefängnisseelsorger Johannes Drews in Gesprächen mit Inhaftierten immer wieder. Seelisch ist der Mensch hier kaputt. Dort gab es übermäßig harte und lange Strafen. Dort gab es die sogenannten Mischdelikte, Vermischung von Kriminalität und politischem Anliegen, was denn noch härter bestraft wurde. All das führte zu allgemein bekannten hohen Haftstrafen in der DDR. Und das war ganz schlimm. Im Frühjahr 1990 äußert sich Wolfgang Peller, Staatssekretär des Justizministeriums, zum Schicksal der politisch Gefangenen. Zunächst möchte ich einmal sagen, dass dieses Schicksal ja kein Einzelfall ist, leider kein Einzelfall ist. Und deutlich macht, wie die Justiz in der Vergangenheit verstrickt war in diesen administrativen Strukturen, gebraucht wurde zur Unterdrückung Andersdenkender, genutzt wurde, um die Leute, die politischen Widerstand, politischen Widerspruch leisteten, zu kriminalisieren. Bis heute ist nicht klar, wie viele Menschen in der DDR aus politischen Gründen verurteilt wurden. Schätzungen gehen von über 200.000 politischen Strafgefangenen aus. Unter ihnen sind die Republikflüchtigen. Mit der ersten Amnestie werden über 3.000 von ihnen entlassen. Aber tausende weitere bleiben in den Gefängnissen zurück. Ihr Unmut wächst. Die Häftlinge fordern bessere Bedingungen und eine weitere Amnestie. Keiner will verlangen, dass die Leute alle kompakt rauskommen. Das hat keiner gesagt. Aber es gibt Leute, die sitzen schon 16, 17, 18 Jahre bis 20 Jahre hier. Natürlich wissen die Strafgefangenen auch, ein Straftäter mit Tötungsdelikt, der 2, 3 Jahre erst weg hat, da kann jetzt nicht hier raus. Die Proteste weiten sich aus. Um die Lage zu beruhigen, beschließt der Staatsrat der DDR am 6.12.1989 Amnestie Nummer 2. In einer Presseerklärung gibt Justizminister Hans-Joachim Heusinger Details zur Amnestie bekannt. Wir haben differenziert, entsprechend vielen Anregungen, die wir aus der Bevölkerung bekommen haben, nicht irgendwelche Straftäter mit freizulassen, wo Gefährdungen für die öffentliche Sicherheit existieren. Deswegen ist festgelegt, dass sich die Amnestie nicht auf Personen erstreckt, die wegen Sexualstraftaten, Raub und Erpressung, vorsätzlicher Tötungsdelikte, Körperverletzung mit Todesfolge und schwerer Körperverletzung sowie Rauditums verurteilt worden sind. So viel vielleicht in aller Kürze. Alles Gute. Recht viel Gesundheit. Einen guten Anfang. Jawohl. Funk. Diese zweite Amnestie sorgt dafür, dass bis Mitte Februar 1990 15.500 Häftlinge aus dem Strafvollzug entlassen werden. Jetzt wollen sich auch Schwerverbrecher reinwaschen. Sie versuchen, ihre Taten zu Bagatellen zu erklären. Ja, dass sie eben vorher gesagt haben, was sie gemacht haben, waren sie stolz drauf, wenn sie mehrere umgebracht haben oder einen umgebracht haben. Wenn jetzt so eine Leute wie wir zucken, kriegen wir einfach die Schnauze gleich. Wenn sie jetzt zum Beispiel sehen, jetzt ist ja die Wende. Oh, ich will raus und lass mich bloß raus, ich will auch raus und ich habe ja nicht die Macht, bin unschuldig. Jeder versucht, sein Schiffchen ins Trocken zu bringen. Ein Täter, der von dieser zweiten Amnestie profitiert, ist Frank S. Er kann Jahre später vergewaltigen und sogar töten, weil seine sexuelle Anomalie in der DDR nicht erkannt wurde. Dabei ist das Täterprofil von Frank S. für Stefan Harbort aus heutiger Sicht klar definiert. Frank S. ist ein Mensch mit abnormen sexuellen Bedürfnissen. Der Fokus liegt dabei auf dem Missbrauch vorpubertärer Mädchen als Täter. Folgt er einem inneren Drehbuch, realisiert bizarre Gewaltfantasien, um sich sexuell, aber auch seelisch zu befriedigen. Die Opfer sind für ihn bloß Mittel zum Zweck. Ihr Leid berührt ihn nicht. Und genau dieser Aspekt macht ihn so gefährlich. Auch heute gilt Frank S. immer noch als sehr gefährlich und nicht therapierbar. Seine narzisstische und dissoziale Störung bleibt. Doch wie fing alles an? Schon als Jugendlicher fällt Frank S. auf. Zunächst beginnt er eine Lehre als Rinderzüchter.
Aber nach kurzer Zeit kommt er raus, Schmiss, da er sich sexuell an Tieren vergeht. 1988 versucht er dann, ein 13-jähriges Mädchen zu vergewaltigen. Frühe Gewalterfahrungen in der Familie, die Scheidung der Eltern, das Fehlen einer männlichen Identifikationsfigur, soziale Ausgrenzung und eine sexuelle Fehlentwicklung führen in der Summe bei Frank S. dazu, dass er bereits als Jugendlicher Straftaten begeht. Sehr wahrscheinlich hat er bereits zu dieser Zeit in zwei Welten gelebt. Einerseits als machtvoller Täter in seiner Fantasie, andererseits als unterdrückter Loser in der Realität. Im Mai 88 wird Frank S. erstmals zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. 1,5 Jahre, die er in Bautzen verbüßt. Wegen eines Fluchtversuchs kommen noch mal 10 Monate dazu. Wegen der geringen Strafe gilt für Frank S. die zweite Amnestie kurz nach dem Mauerfall. Er kommt frei. Schon bald schlägt der Vergewaltiger erneut zu. S. wird festgesetzt und zu 5,5 Jahren verurteilt. Doch er flieht. Immer wieder. Insgesamt 5-mal entkommt er der Staatsgewalt, um seinen Trieb zu befriedigen und Mädchen zu vergewaltigen. Anfangs will Frank S. nach eigenem Bekunden durch seine häufigen Fluchten Aufmerksamkeit erregen, auf bestehende Missstände im Maßregelvollzug hinweisen. Vor allem aber will er, Zitat, frei sein. Jahre später verhält es sich anders. Da reizt ihn der Nervenkitzel und das Gefühl von Macht. Er wird von der Polizei gejagt, ist der meistgesuchte Verbrecher Deutschlands, dem es immer wieder gelingt, möglichst öffentlichkeitswirksam zu entfliehen. April 2000. Nach fast 3 Jahren ohne Fluchtversuch werden die Haftbedingungen von Frank S. gelockert. Unter Begleitung von Aufsichtspersonen darf er Ausgänge unternehmen. 70 Mal gibt es keine Probleme. Bis zum 25. Oktober 2000. Frank S. ist zu Besuch bei seiner Mutter, als er ohne Vorwarnung mit einem Küchenmesser auf sie einsticht. Die Mutter, ein Pfleger und weitere Begleitpersonen werden teils schwer verletzt. Er war in Begleitung von 2 Pflegern, 2 kräftige, stabile Leute, also die ihm durchaus jederzeit in der Lage gewesen wären, festzuhalten. Aber durch diese Eskalation, die plötzlich gewesen ist, muss es eben aufgetreten sein, dass er flüchten konnte. Einer der Pfleger ist so schwer verletzt, dass er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht wird. Frank S. hat sein Ziel erreicht. Er kann fliehen. Die Polizei warnt die Bevölkerung. Man muss sagen, dass dieser Mann nett und freundlich ist, aber andererseits unvermittelt auch gewalttätig, unberechenbar. Und ihm ist halt jede Straftat auch zuzutrauen. Frank S. wird zu einem der bekanntesten Verbrecher Deutschlands. Hundertschaften suchen nach ihm. In der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst wendet sich der eigene Vater mit einem Appell an seinen Sohn. Frank, bitte gib auf, stell dich. Es hat keinen Zweck. Du machst alles nur noch schlimmer. Es gibt auch noch Menschen auf der Welt, die dich lieben. Also mach es nicht noch schlimmer. Du hast doch noch eine Chance. Versuch aufzugeben. Lass das sein. Am 2. November folgt der traurige Höhepunkt seiner Flucht. Frank S. erschlägt einen Rentner in einer Kleingartensiedlung in Brandenburg. Hier hatte er sich verstecken wollen. Dann entscheidet er sich um und stiehlt das Auto des Mannes. Auf seiner Flucht wird Frank S. immer gewalttätiger. Also wenn jemand über Jahre hinweg Sexualstraftaten begeht, dann ist das nicht hinnehmbar, dann ist das gefährlich. Dann kann man diesen Täter aber einigermaßen einschätzen. Aber wenn er dann sogar seine eigene Mutter angreift und in Lebensgefahr bringt und ein weiteres Opfer tötet, dann hat das eine neue Qualität, dann ist das eine Form von Eskalation, die man so eigentlich auch nicht erwarten durfte. 13 Tage nach seinem Gewaltausbruch in der mütterlichen Wohnung kann die Polizei ihn nach einem Tipp in einer Laube festnehmen. Dabei wird Frank S. angeschossen. Er muss notoperiert werden. Bis zum Prozessbeginn im Oktober 2002 bleibt Frank S. in der Landesklinik Brandenburg.
Im Prozess gegen Frank S. befindet das Landgericht Frankfurt an der Oder, dass er für die Allgemeinheit gefährlich ist. 2 Jahre nach der Tat, am 11. Dezember 2002, wird Frank S. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Einer der niedergestochenen Pfleger äußert sich vor der Presse erleichtert. Ich denke, dass mit diesem Prozesstag diese Ruhe wieder einkehren wird und meine Familie und ich nach 2 Jahren endlich wieder Ruhe finden. Frank S. konnte morden, weil seine abnormen Neigungen nicht erkannt, seine Gefahr für die Öffentlichkeit nicht richtig eingeschätzt worden war. Als vermeintlich harmloser Straftäter war er so mit der zweiten Amnestie im Dezember 89 entlassen worden. Gefangene können in der Wendezeit darüber hinaus auch auf individuelle Gnadenentscheidungen hoffen. Als das Thema Gnadengesuch auftauchte, hat man uns, also zunächst mir und auch meinem Vizepräsidenten Herr Häupner, Einzelfälle vorgelegt. Und wir haben dann gesagt, wir möchten das als Kollektivorgane, also im Präsidium möchten wir das entscheiden. Neben Volkskammerpräsidentin Sabine Bergmann-Pohl ist auch der damalige Innenminister Peter Michael Distel bei den schwierigen Entscheidungen dabei. Da gab es auch bei uns in dieser, ich sage mal, sozialistischen Rechtsordnung, gab es Strafvollzugsakten, wurden die Häftlinge auch bewertet, wurde ihr Gewaltpotenzial, ihr Rechtfertigungspotenzial oder auch ihre Bereitschaft, sich zu ändern, natürlich auch aktenseitig festgehalten und dann ausgewertet. Und dann gab es aus diesem Bereich der Strafvollzuges und der Justiz bei uns Vorschläge, wem man da nehmen würde und wen nicht. Und das wurde sehr sorgfältig geprüft. Obwohl Sabine Bergmann-Pohl und ihren Kollegen juristische Berater zur Seite stehen, lastet ein enormer Druck auf ihnen. Das waren für mich oder uns alles natürlich sehr, sehr schwierige Entscheidungen, das muss ich sagen. Ich glaube, dass ich auch eins oder zweimal mich dagegen gestellt habe und gesagt habe, hier möchte ich eigentlich keine Begnadigung. Aber in der Regel sind mir den Empfehlungen der Juristen dann gefolgt. Herbert M. ist einer der Täter, der nach einer solchen Begnadigung freikommt. Mit 16 mordet er zum ersten Mal. Ein zweites Mal mit 34. Dafür verurteilt ihn das Bezirksgericht Suhl zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Die wird ihm nun erlassen. Zum 1. Oktober 1990 kommt Herbert M. frei. Ein tödlicher Fehler, wie sich noch herausstellen wird. Doch wieso wird ein Mensch begnadigt, obwohl er bereits 2-mal getötet hat? Stefan Harbort sieht den Straferlass kritisch. Bis zu seiner Entlassung wurde Herbert M. in der DDR lediglich zwangsverwaltet. Eine dringend notwendige Therapie wurde nicht einmal ansatzweise durchgeführt. Erschwerend kommt hinzu, dass er nach einer so langen Haftzeit sozial vollkommen isoliert ist. Und das sind Rahmenbedingungen, die erfahrungsgemäß eine hohe Rückfallwahrscheinlichkeit begründen. Ihn aber trotzdem zu begnadigen und zu entlassen, zumal vollkommen unvorbereitet, war, vorsichtig formuliert, höchst verantwortungslos. Er geht nach Berlin. Dort findet er Arbeit und lebt in einer Parterre-Wohnung. Er ist mittlerweile Mitte 50. In der Nachbarschaft gilt Herbert M. als kinderlieb. Über ein Jahr kann der Zweifachmörder die Fassade vom guten Nachbarn aufrechthalten. Bis zum 31.12.1991. Eine Bekannte bittet ihn, auf ihre beiden Töchter, 4 und 5 Jahre alt, aufzupassen. Doch nachdem die Mädchen eingeschlafen sind, lässt er sie allein, geht in sein Stammlokal und feiert Silvester. Der Anwalt von Herbert M. beschreibt, was dann passiert. Kam zurück nach Hause, hat geguckt, die Kinder schlafen. Ging wieder feiern, kam dann zurück, sie schlief nicht mehr. Und sie machten ihm sozusagen die Hölle heiß und sagten, du hast uns alleine gelassen. Wie bei den Taten 1950 und 1968 greift er zum Messer. Erst würgt er die beiden Schwestern. Dann ersticht er sie in seiner Wohnung. Er ist sozusagen nach dieser Tat, nach dieser doch sehr blutigen Tat,
zur Besinnung gekommen und hat sich selber auch der Polizei gestellt. Und so verurteilt das Landgericht Berlin Herbert M. 1992 wegen Totschlags zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Nach den ersten beiden Amnestien bleibt die Lage in den Gefängnissen angespannt. Die verbliebenen Inhaftierten wollen nicht vergessen werden. Und so diskutiert die Politik im Wendejahr ein drittes Mal über eine Amnestie. Auch in Brandenburg an der Havel spitzt sich die Lage zu. Häftlinge haben das Dach des Gefängnisses besetzt. In ihrer Verzweiflung, in den Wendewirren nicht berücksichtigt zu werden, drohen sie mit Suizid. Der Gefängnisseelsorger Johannes Drews ist damals dabei. Wir hatten einen Gruppenabend, das muss ich leider so sagen. Und da waren sehr, sehr viele Gefangene da. Und an diesem Abend war es besonders unruhig. Ich dachte schon, hatte irgendwie das Gefühl, hier ist was im Busch. Ein paar Gefangene müssen zwischendurch auf die Toilette. Doch einige kommen nicht zurück. Nach einer Weile sagt einer der Gefangenen, Viere werden nicht mehr kommen. Die sitzen oben auf dem Dach und protestieren für uns. Da war es natürlich erstmal sehr spannend, was jetzt machen. Es war mucksmäuschenstill unter den über 30 Gefangenen. Und dann war eigentlich die Zeit der Gruppenstunden vorbei. Aber keiner der Polizisten kam und hat die Gefangenen wieder abgeholt und ins Hafthaus geholt. Und einer der Gefangenen sagte dann, Herr Pfarrer, jetzt können wir nur noch beten. Beten Sie mal bitte für uns alle. In der Nacht werden die Häftlinge auf dem Dach entdeckt und Johannes Drews dazugerufen. Sie möchten, dass er sie als Sprecher vertritt. Schnell verbreitet sich die Nachricht auch im politischen Berlin. Und schon gegen 7:30 kam Manfred Stolpe her und Herr Distel als Innenminister. Es war ja auch Wahlkampfzeit. Es war also ganz, ganz spannend und die haben sich den Fragen und Anliegen der Gefangenen gestellt. Innenminister Peter Michael Distel steht unter großem Druck. Die Situation ist folgende, dass nach wie vor Gefangene auf dem Dach sitzen und Forderungen stellen, die ich nicht erfüllen kann und über die man reden muss. Und die man aber nur reden kann, wenn man sich nicht in einem Stadium und in einem Gefühl der Erpressung oder Nötigung befindet. Gregor Gysi beschreibt aus heutiger Sicht, was den Übergang ins Westsystem in den Gefängnissen so schwierig gemacht hat. Für den Strafvollzug war nur die Umstellung zu schnell. Der Sinn war nicht klar. Die Strafgefangenen wussten nicht, wieso sie eben für dieselben Sachen im Westen weniger bekommen hätten, wie man das Urteil korrigiert bekommt. Da war so eine Unzufriedenheit. Und es gab doch niemanden, der es ihnen richtig erklären konnte. Mittlerweile sind in der DDR die letzten Tage angebrochen. Es ist der 24. September 1990. Die meisten Politiker lehnen zwar eine Amnestie für alle ab, sind aber aufgrund der Streiks unter Zugzwang. Eine Woche vor der deutschen Einheit bekniet Johannes Drews als Vertrauensmann der Insassen nochmal eindringlich das Volkskammerpräsidium zu handeln. Wir haben also an dem Abend uns noch lange mit dem Thema beschäftigt und haben dann also das Vorgehen dann auch der Presse gegenüber, die wartete, kundgetan. Also die einzige Möglichkeit war eine Strafannäherung an bundesdeutsches Recht. Spätabends tritt die Volkskammerpräsidentin dann vor die Presse. Das Präsidium der Volkskammer stellt mit Empörung fest, dass die Volkskammer von Vertretern des Justizministeriums, des Innenministeriums und von der Staatsanwaltschaft unzureichend und zum Teil falsch informiert worden ist.
Das Präsidium der Volkskammer sieht sich daher veranlasst, die Entscheidung über Amnestiemaßnahmen erneut zu überprüfen. Dabei sollen berechtigte Forderungen der Gefangenen berücksichtigt werden. Die Möglichkeit einer Entscheidung über eine modifizierte Amnestie wird am 28. September getroffen. In jedem Fall sind alle Strafgefangenen berechtigt, die Überprüfung ihrer Urteile nach rechtsstaatlichen Maßstäben zu verlangen. Das Präsidium der Volkskammer bittet die Gefangenen, ihre Protestmaßnahmen einzustellen. Und so beschließt die Volkskammer am 28.09.1990, nur 5 Tage vor der Wiedervereinigung, das Gesetz zum teilweisen Straferlass mit nur 2 Gegenstimmen und einigen Enthaltungen. Damit ist dieses Gesetz in 2. Lesung angenommen. Die Strafen der DDR-Häftlinge werden um 1/3 reduziert. Ausgenommen sind jedoch schwere Gewaltverbrechen. Zusätzlich sollen Urteilsüberprüfungen allen Häftlingen Gerechtigkeit bringen. Dafür werden die Urteile von einer Kommission begutachtet. Sie sind ein Element des Gesetzes zum teilweisen Straferlass. Das Ziel? Jeder Strafgefangene hat das Recht, sein Urteil von einem unabhängigen Ausschuss überprüfen zu lassen. Dieser Ausschuss besteht aus einem Richter der alten Bundesländer, einem Rechtsanwalt und einem Gefängnisseelsorger. Auch in Brandenburg beginnt so eine Kommission im Frühjahr 1991 ihre Arbeit. Johannes Drews wird dort Kommissionsmitglied. Doch er ist mit seiner Beteiligung am Prozess nicht zufrieden, da nur der westdeutsche Richter mit den Gefangenen sprechen kann. In der Kommission hat der Richter uns dann die Ergebnisse seiner Anhörung präsentiert. Und er hat dann gesagt, ich empfehle, dass hier keine Veränderung ist. Er hätte in der Bundesrepublik genauso viel bekommen. Oder er hat gesagt, hier würde ich empfehlen, 1 Jahr weniger zu geben oder so ähnlich. Und da haben wir in 2 Stunden über 10 Fälle gesprochen. Und es ging mir so schlecht nach dem Gespräch, weil ich ja gar nichts wusste. Ich wusste nur, was der Richter mir erzählt hat, mehr nicht. Johannes Drews will den Prozess der Überprüfung ändern. Als seine Anträge abgelehnt werden, verlässt er den Ausschuss. Klaus-Dieter S. ist einer der Täter, der von der Urteilsüberprüfung profitiert. Das Jugendstrafrecht wird sein Joker. Und so ist er 1991 unerwartet frei. Seine Straftat wird von der bundesdeutschen Justiz anders bewertet als in der DDR. In der DDR wurde das Jugendstrafrecht 1968 außer Kraft gesetzt und in ein reformiertes Strafgesetzbuch integriert. Das muss jetzt wieder entzerrt werden und das Jugendstrafrecht der BRD Anwendung finden. Uns war auch klar, dass aufgrund dieser sehr, sage ich mal, viel schwereren Strafrechts, was in der DDR praktiziert wurde, man doch vorbereiten sollte eine Annäherung an bundesdeutsches Strafrecht. Also Jugendstrafrecht war bei uns viel, viel schlimmer als in der alten Bundesrepublik. Also das hat uns schon bewegt. Klaus-Dieter S. erinnert sich, wie es 1991 zu seiner Freilassung kam. So, und dann hatten wir eine Aktenüberprüfung von westdeutschen Richtern, wo jeder hin musste. Mhm. Ja, der hat nur zu mir gesagt, da braucht man gar nicht viel machen. Sie waren damals Heranwachsender, sie hören von uns. Mhm. Das Ergebnis seiner Anhörung? S. kommt unerwartet frei, weil er nach BRD-Strafrecht zum Zeitpunkt seines ersten Mordes in Hohendorf noch als Heranwachsender gilt. Damit gilt für ihn das Jugendstrafrecht, das bei Mord eine maximale Strafe von 10 Jahren vorsieht. Im Justizsystem der DDR dagegen galten 18- bis 21-Jährige schon seit Ende der 60er Jahre als Erwachsene und damit als voll strafmündig. Zwei Wochen später, vor Pfingsten, freitags, 15 Uhr kam mein Arzt hier, komm, Entlassung.
Und dann waren sie überrascht. Da ich mich hingesetzt habe, gesagt, du kannst mitmachen. Ich sage, ich habe trotzdem. Wo soll ich Freitag 15 Uhr hin? Ich habe weder Wohnung noch Arbeit noch sonstiges. DDR gab es auch nicht mehr, der Westen war da. Ja. Ja, dann musste ich so einen Zettel umschreiben, bin ich das Wochenende noch gegeben. Bis nach Pfingsten dann raus. Aber da war doch der Zustand für Sie unverändert. Das war schrecklich, war das. Plötzlich frei. Ohne jede Vorbereitung. Für Klaus-Dieter S. eine Horrorvorstellung. Eine Übergangszeit mit Freigang, in der sich Häftlinge auf die Zeit nach dem Gefängnis einstellen können, gibt es in der DDR nicht. Dafür aber klare Regeln für die Zeit nach dem Knast. Der damalige freie Rechtsanwalt Gregor Gysi erinnert sich. Jeder Strafgefangene, der entlassen wurde, dem musste die Abteilung innere Angelegenheiten des Kreises einen Job anbieten und eine Wohnung. Du durftest nie sagen, du gehst in Obdachlosigkeit. Das gab es nicht. Ich meine, welche Wohnung ist wieder was ganz anderes. Und der Job auch. Aber es wurde immer etwas angeboten, sodass keiner sagen konnte, er hat ja nicht die Chance zu arbeiten und zu wohnen. Und deshalb kann er sich gar nicht irgendwie entwickeln in bestimmter Form. Das nicht. Eine Wohnung oder einen Job? Als Klaus-Dieter S. 1991 entlassen wird, gibt es diesen Prozess, den er noch von früher kennt, nicht mehr. Die Lebensumstände nach seiner Entlassung Pfingsten 1991 sind hochproblematisch. In einer fremden Gesellschaft, ohne soziale Bindung, ohne Beruf, ohne eigenes Einkommen, ohne Hilfe, ohne Orientierung. Das sind besondere Belastungssituationen, denen er nicht gewachsen ist. Es ist mittlerweile der 9. Juni 1993. In seinem Interview 2011 erzählt Klaus-Dieter S., wie er damals eine 24-jährige Studentin in Haltern am See überfällt. Weit und breit keiner da. Und die hat sich auch gewehrt. Ich musste sie ohne Zwang ausziehen. So wie ich es mir in der Fantasie vorgestellt habe auch. Und dann steckt das Messer weg, da habe ich das Messer weggesteckt. Und in dem Moment hat es dann ausgeholt. Ja, und dann habe ich das Messer genommen, da habe ich zugestochen. Tagelang sucht die Polizei nach der Vermissten. Gleichzeitig melden sich Zeugen, die Klaus-Dieter S. in der Nähe eines Zeltplatzes beobachtet haben wollen. Sie liefern eine detaillierte Beschreibung des Täters, die Polizei schließlich zu Klaus-Dieter S. führt, der seelenruhig auf sie wartet. Auf einer Tonbandaufnahme, die Stefan Harbort bei den Dreharbeiten mitlaufen lässt, erklärt der Täter, warum er nicht flüchtet. Ich hätte mein Zelt packen können, weg. Auf nach Hamburg oder so. Ich bin ja dort geblieben. Weil auf eine Art hatte ich keinen Bock mehr, weil ich habe. Ich sag mal so, wenn du gut drauf wurdest, habe ich gemerkt, ich wäre immer schlimmer. Also ich wäre immer aggressiver und das ist ja eigentlich, ich hatte auch Träume. So. Vernünftig Arbeit, Familie und so. Und wie ich das umsetze, da. Das weiß ich nicht. Dann sind Sie da in Ihrem Zelt geblieben. Ja. Und mit welchem Ziel sind Sie da geblieben? Ja, gar nicht abkommen. Wenn wir kommen sollen. 1994 folgt die Verurteilung für Klaus-Dieter S. Lebenslang mit Unterbringung im Maßregelvollzug in Lippstadt. Die Gesetzesanpassung zwischen Ost und West ist nur ein Element im Wiedervereinigungsprozess. Ein weiteres heikles Thema ist der Umgang mit den Akten des Ministeriums für Staatssicherheit. Viele Menschen sind über das Ausmaß der Stasi-Überwachung bestürzt und wollen verhindern, dass die massiven Eingriffe in das Privatleben der Menschen mit den Akten des MFS vernichtet werden. Und so kommt es am 15. Januar 1990 zum Sturm auf die Stasi-Zentrale in der Normannenstraße.
Was als friedliche Demo beginnt, endet im Chaos, als plötzlich der Eingang der Jahrzehnte verschlossenen Zentrale geöffnet wird. Aufgebrachte Bürger machen ihrer Wut Luft. Das Bürgerkomitee versucht, die Situation zu beruhigen. Ich gehöre zum Bürgerkomitee. Wir sind hierher gekommen, damit wir eigentlich friedlich dieses Gebäude übergeben können. Doch die Vernichtung von Akten durch Stasi-Mitarbeiter hat bereits vor der Stürmung begonnen. Das Bürgerkomitee findet tausende Säcke mit geschredderten Akten. Bis zur letzten Sekunde versuchen die Stasi-Beamten, Akten wegzuschaffen oder zu vernichten. Die Arbeit der rund 91.000 hauptamtlichen und 180.000 inoffiziellen Mitarbeitern des MFS soll geheim bleiben. Mit dem Sturm der Staatssicherheit im Januar 1990 ist das Ende der Stasi endgültig besiegelt. Es bleibt aber die schwierige Frage, wie mit den MFS-Akten umgegangen werden soll. Um den Druck zu erhöhen, verschanzen sich im September 1990 erneut Bürgerrechtler im Archiv der Stasi. Nach einer Kundgebung bekommen sie prominenten Besuch von Wolf Biermann, einem scharfen Kritiker des SED-Staates. Ich halte diese Frage mit den Akten für sehr wichtig. Wir wollen nicht, dass ein Teil, ein wichtiger Teil, ein schmerzlicher Teil unserer Vergangenheit ausgelöscht wird. Nur dank des Drucks der Öffentlichkeit wird entschieden, dass der Umgang mit den Akten Teil des Einigungsvertrags wird. Bis heute dauert die Aufarbeitung dessen an, was das Ministerium für Staatssicherheit unter Erich Mielke als Schild und Schwert der Partei verbrochen hat. Verschwundene Akten werden auch im Strafsystem zum Problem, wie der Fall von Serientriebtäter Dieter H. zeigt. Trotz psychologischer Begutachtung zu DDR-Zeiten ahnt nach der Wiedervereinigung niemand, dass dieser Mann eine tickende Zeitbombe ist. Dieter H. macht zum ersten Mal Anfang der 70er Jahre Schlagzeilen durch eine Überfall- und Vergewaltigungsserie. Sie bringt ihm in der Presse den Namen Der Schrecken von Rahnsdorf ein. Über mehrere Monate hinweg überfällt Dieter H. Mädchen und Frauen. Ermittler Bernd Marmuller erinnert sich genau an den Täter. Tja, wenn man so das Klischee bedient, der sah ja überhaupt nicht aus wie ein Täter, wie ein Straftäter, wie ein Verbrecher, dann trifft das für ihn zu. Er war ein absoluter Durchschnitt und aus meiner Sicht auch nicht furchterregend und wild aussehend, wie vielleicht andere sich das vorstellen. Ganz normal. 1971 wird Dieter H. für 11 Überfälle und 3 Vergewaltigungen zu 10 Jahren Haft verurteilt. 1999. 9 Jahre nach der Einheit wird Dieter H. wieder straffällig. Der damalige Ermittler Thomas Kasbaum erinnert sich. Er hatte schon von Kindesbeinen an, schon in jungen Jahren, sexuelle Fantasien, die sich um Fesselungen und das Tragen von Frauenkleidern drehte. Und diese Fantasien wurden immer stärker und mündeten schließlich 1999 in der Tat der Geiselnahme und mehrfacher Vergewaltigung. Am 14. Februar 1999 beginnt für sein Opfer, eine 34-jährige Modedesignerin, ein Martyrium. Dieter H. verschleppt sie mit dem Auto, um sie dann einzusperren, im Keller des elterlichen Hauses in Berlin-Kaulsdorf. Sein Opfer soll mit ihm wie in einer Ehe leben und sogar bei ihm im Bett schlafen. Verlässt er das Haus, muss sie wieder in den Todestrakt, wie er die Zelle im Keller nennt. Wochenlang hält der damalige Bauhelfer so sein Opfer fest. Am 30. März landet Dieter H. dann nach einem Autounfall schwer verletzt im Krankenhaus. Ein Zwischenfall, der auch seiner Geisel fast das Leben kostet. Wir sind damals aufgrund der Feststellung, die getroffen wurden, am Unfallort davon ausgegangen, dass er sich das Leben nehmen wollte. Er ist damals mit seinem PKW ungebremst auf einen Betonmischer, der an einer roten Ampel hielt, hinten raufgefahren. Was bei seiner Einlieferung ins Krankenhaus noch niemand weiß, in seinem Keller bangt eine junge Frau um ihr Leben. Aufgeklärt wird Sabine G.'s Verschwinden erst 3 Tage später.
48 Tage nach ihrer Entführung wird sie endlich entdeckt. Verwandte des Täters finden sie und befreien sie aus ihrem Verlies. Das Tragische an diesem Fall? Niemand hatte ahnen können, wie gefährlich Dieter H. ist. Denn die Akten des Serientriebtäters waren nach der Wiedervereinigung verschwunden, wie sich Ermittler Thomas Karsbaum erinnert. Nach der Wiedervereinigung war es so, dass wir als Ermittler davon ausgegangen sind, dass ja nahezu alle Akten, die über Straftäter angelegt wurden in der DDR, auch überführt worden sind. In den gemeinsamen Aktenbestand wurden dann aber mit der Zeit, im Laufe der Zeit, eines Besseren belehrt. Erst als das Entführungsopfer die Tat bei der Polizei anzeigt, können die Ermittler Dieter H. als Täter identifizieren. Dabei machen sie eine besorgniserregende Entdeckung. Nachdem Dieter H. als Täter festgestellt wurde und wir seine Personalien überprüften, mussten wir feststellen, dass keinerlei Informationen zu seinen Straftaten, die er zu DDR-Zeiten begangen hatte, der Berliner Polizei bekannt waren. Die offenbar fehlenden Informationen und Aktenlöcher aus dem Nachlass der Volkspolizei führen dazu, dass die Arbeitsgruppe MUK gegründet wird. Zusammen mit zwei Kollegen rekonstruiert Thomas Karsbaum die Aktenlage zu Tötungsdelikten aus dem Osten Berlins. Von den 517 Personen, die wir festgestellt haben, die als Totschläger oder Mörder in Ost-Berlin aufgetreten waren, mussten wir feststellen, dass 275 dieser Personen keinerlei kriminalpolizeiliche Erkenntnisse in irgendeinem Datenbestand hatten, auf den wir zurückgreifen konnten. Zu DDR-Zeiten arbeitet die Volkspolizei mit sogenannten Morduntersuchungstagebüchern. Insbesondere ein Kollege, der damals auch in Ost-Berlin Morduntersuchungskommissionsleiter war, hatte die Bücher quasi ja rübergerettet, wenn man so will. Er hat sie genommen und hat sie behalten, nicht mehr aus der Hand gegeben und wir konnten schließlich in diese Bücher einsehen. Ein halbes Jahr nach seiner Tat verurteilt das Landgericht Berlin Dieter H. zu 10 Jahren Freiheitsstrafe. Die Arbeitsgruppe rekonstruiert 3 Jahre lang die DDR-Vergangenheit von Straftätern. Am Ende unserer umfangreichen Tätigkeit konnten wir für insgesamt über 380 Personen die Akten auf den aktuellsten Stand bringen. Für einen weiteren Teil zu diesen 517 fehlen, waren die rechtlichen Voraussetzungen nicht mehr vorhanden bzw. waren die verstorben. Die Täter, die in der Wendezeit wieder in die freie Gesellschaft entlassen wurden, profitieren von den groß angelegten Amnestien, weil sie individuell begnadigt oder ihre Urteile neu bewertet wurden. Sie landen nach ihrer Haft in einem neuen gesellschaftlichen System. Auch wenn die Rückfallwahrscheinlichkeit laut Studien eher gering ist, entsteht für Profiler Stefan Harbort damit ein neuer Tätertypus, der Wendemörder. Also bei den Tätern, die ich als Wendemörder bezeichne, gibt es 2 Ebenen, die zu beachten sind. Auf der einen Seite die persönliche, sind Menschen, die hochgradig abnorm sind und sicher einer Therapie bedurft hätten. Auf der anderen Seite geraten gerade diese Menschen in gesellschaftliche Verhältnisse, die sie nicht kennen und im Grunde genommen auch ablehnen. Und das kann nicht gut gehen. Klaus Dieter S. Herbert M. Dieter H. und Frank S. Sie alle wurden im Vereinigten Deutschland rückfällig. Eine Folge, die Politik und Justiz einfach übersehen haben? Na, ich glaube, dass da Fehler begangen sind, dass man sich auch ungenügend damit beschäftigt hat und dann so grobschlächtig entschieden hat. Und das ist nie gut. Und zwar weder für die Opfer von Straftaten noch für die Straftäterinnen und Straftäter selbst. Die extrem kurze Zeit, der riesige Berg an Arbeit und der immense Druck aus den Gefängnissen machten es unmöglich, die juristischen Probleme der Wiedervereinigung adäquat zu lösen. Und so fielen Gewaltverbrecher durchs Raster und kamen frei. Ein fataler Fehler.